Habt ihr auch Angst vor Stühlen oder vor Schlangen oder vor Spinnen, Freunde? Es wird auf jeden Fall richtig wild heute. Brox und ich werden uns nämlich verschiedene Ängste angucken. Also das Video ist auf jeden Fall nicht für jedermann, aber ich sag mal so, ihr solltet das auf jeden Fall schaffen. Wir gucken uns zum Beispiel Angst haben vor Straßenüberwegen oder irgendwie vor wahnsinnig werden oder auch noch richtig viele verschiedene andere Sachen. Freunde, haut gerne auf den Like und auf den Abo-Button und jetzt viel Spaß. Kasper, weißt mein du, Gott. Was mich am größten nervt? Was denn? Angst zu haben. Ich mag es nicht, Angst. Du bist voll dunkel, ich muss mir Taschenlampe machen. Ich auch. Das oh Ding mein ist, Gott, ich hab heute, ja? Kasper, müssen ja? wir unsere Ängste und Phobien bekämpfen. Überwinden, okay. Ja, ich bin echt gespannt, was. Die ganzen Räume. Oh ja, sehe ich. Ein ganz langer Flur. Angst vor Spinnen, Angst vor Enten. Also, oh mein das, Gott, da, okay, das wird krank. Das ja, wird krank. Pass auf. Womit möchtest du anfangen? Sag Bescheid. Ich würde sagen, wir fangen mal hier ganz, ganz vorne an, oder? Okay, also wir nehmen jetzt einmal Angst vor Straßen. Angst vor Straßen überqueren? Das nennt sich Aerophobie. Okay, komm. Gut, wir gehen rein. Würde ich mal sagen, wir gehen rein, Kaspar. Ja. Gucken wir uns ganz mal an hier. Und? Ich bin gespannt. Oh, jetzt. Oh, okay. Bist du gerade auch in so einem? Ich bin hier drin in so einem Sumpf oder so, aber ich bin auch. Hier auch schon. Ich bin schon komplett über die Straße rüber. Ne? Ich renne auch gerade über die Straßen rüber. Oh, hey, was bringt das? Ich hab Angst, Kasper. Oh Gott, hier passiert gleich bestimmt irgendwas, ne? Ich habe auch das Gefühl, hier passiert gleich irgendwas. Ja, die fahren bestimmt gleich Autos von rechts oder links oder so. Pass auf jeden Fall auf, dass du nicht umgefahren wirst. Ich höre auf jeden Fall ganz, ganz viel. Warte mal, kann man hochklettern? Kletter auf so ein Haus. Du kannst hier, glaube ich, hochklettern. Okay, ja, ich sehe es gerade. Ja, ich kletter hier mal hoch. Aber du kannst auch nicht hoch, ne? Ne, ich komme nicht hoch, Hä? Also, Kaspar, ich muss ja sagen, das war ja irgendwie gar nicht so gruselig. Also, dass Leute davor Angst haben, ne, kann ich nicht verstehen irgendwie. Ich also, auch nicht. Dann, pass auf, kannst du dir vorstellen, dass Leute Angst vor Enten haben? Das kann ich mir eigentlich, Enten sind doch süß. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Jetzt sollen die Angst vor Enten haben. Ich hab doch eben schon Quack gehört, oder? Vorsichtig. Quack, Quack. Ich hab keine Angst vor Enten, deswegen kann ich hier rumlaufen, wie ich will. Hier, ich geh mal nach ganz unten. Hier, guck mal, hier ist ein Raum. Hier läuft das geile Radio, okay. Okay, und hier soll jetzt Enten sein, oder was? Hallo? Hallo? Nee, quack, anscheinend. Quack, 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 quack. Gut. Hat eine Tür geklopft, oder? Ich glaube auch. Ja, hörte sich so an, auf jeden Fall. Draußen quackt's rum, ne? Ja, stimmt, hier. Jo, hier geht's raus. Guck mal, hier ist ein Enten. Oh Gott. Oh Gott. Vor denen hab ich doch nicht Angst. Hey! Ich bin gleich tot! Nein, oh mein Gott! Lauf! Kasper. Ich muss rein ins Haus! Kasper. Nein! Ich bin tot! Nein, Kasper! Hey! Pass auf! Pass auf! Oh Gott! Nein, ich sehe es nicht hier. Du wurdest auch erwischt. Also ja, dann hätte ich auch Angst vor Enten, Mann, wenn die so drauf sind. Ja, Mann! Also, ich muss ja sagen, Angst vor Enten haben irgendwie, glaube ich, nicht so viele Leute. Das stimmt. Aber Kasper, rate mal, was haben Leute also am meisten Angst? So, was gibt's? Ich so sehe es doch hier schon, Höhenangst. Eben, Höhenangst und vielleicht auch Angst vor Spinnen, würde ich sagen. Aber Höhenangst, glaube ich, Höhenangst bin ich auch gespannt, ne? Das Heftigste, was man haben kann, glaube ich, wenn man halt irgendwo oben ist. Oh Gott, guck mal, hier rüber müssen wir balancieren, sehe ich gerade. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay, da hätte ich auch Höhenangst. So, hier sollen wir noch den Arm was spenden. Okay, pass auf. Oh Gott. Ja, die laufen hier nicht weiter. Die laufen nicht weiter, die hängen da alle fest. Oh, ich springe über die rüber, guck auf mich. Guck auf mich. Ah, ich hab's rüber geschafft. Ja? Oh mein Gott, ja. Ah, die schubst mich runter. Wie, die schubst dich runter? Oh mein Gott, hier ist gerade jemand runtergefallen. Oh Gott. Ey, wie hast du das geschafft? Oh Gott, da fallen ganz viele. Da fallen ganz viele auf einmal. Oh mein Gott, pass auf. Halt dich gut fest, halt dich gut fest. Wie hast du das geschafft? Einfach gegenlaufen. Irgendwann drückst du. Ja, sauber. Okay, aus dem Weg, Spider-Man. Michael Jackson. Aus dem Weg. Alter, einfach im Weg hier. Ey, der steht voll im Weg. Okay, ich hab's. So, wir haben's geschafft. Sehr schön. Sehr, sehr gut, ey. Okay, also das war schon gruselig, ne? So, ab geht's durch die Tür, Kaspar. Ab geht's nach Hause wieder. Okay, okay, Kaspar. Yo. Höhenangst war ja noch attraktiv. Das ging eigentlich. Was sind das hier alles für Ängste? Angst vor Schwerkraft, Angst vor Stacheln. Angst vor Bowling, Angst vor Treppen. Vor Bowling. Und hier Angst vor Büchern, Bibliophobie. Oh Gott, Angst vor Clowns ist wahrscheinlich richtig verrückt, ne? Okay, wollen wir da rein? Von den Clowns?
Ich würde sagen, wir machen erstmal so, wir nehmen jetzt mal Angst vor Bowling, weil ich möchte mal wissen, Okay, komm, wir gehen rein. Also wie soll das funktionieren? Kannst du mir verstehe ich auch nicht. Also vielleicht von der... Nein, bitte, die Bowlingkugel kommt jetzt gleich. Wir müssen zusammenstehen. Wo bist du? Bitte. Ich spring hier. Wenn er Strike wirft, muss ich ihn nur einmal tragen. Hilfe! Ich will mich hier... Warte mal, den schubse ich hier runter. Geht das? Schubst du ihn runter einfach. Ja! Ich hab den runtergeschubst. Nein! Oh mein Gott! Die Kugel! Die Bowlingkugel! Nein! Guck sie dir an, wie sie uns anguckt. Oh mein Gott. Da war sie gerade. Denkst du, sie komplett durchgepfeffert oder so? Bist du das hier, Broxo? Wofür? Ja. Hier? Ja! Ja, hi! Na, hallo! Okay. Ich glaube, die Bowlingkugel, die kommt jetzt gleich. Bowlingkugel? Kommst du? Die müsste... Hörst du das? Oh nein, neue Kegel. Oh mein Gott! Strike! Nein! Nein! Oh mein Gott, die ist so gruselig. Ich will jetzt raus hier, Broxo. Ich spring runter, ich will in den Tod. Also, ich würde erst mal sagen, du darfst dir jetzt auf jeden Fall auch eine Angst aussuchen. Du darfst entscheiden, Kaspar. Was möchtest du besiegen? Welche Angst von dir? Okay, ich würde gerne hier mal runtergehen und hier nochmal kurz gucken, weil hier sind die richtig seltenen Ängste, ne? Wow. Und richtig krasse. Technophobie, Angst vor Technologie und Maschinen. Was? Okay. Angst vor Menschen? Angst vor Wahnsinn, das will ich machen. Oh, Angst vor Wahnsinn. Angst vor Wahnsinn, das hört sich krass an. Komm, wir gehen rein. Okay, also... Oh Gott. Oh, eine Gummizelle oder was wird das hier? Ich glaube, es wird eine Gummizelle oder so. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott. Oh Gott, da werde ich wahnsinnig. Komm, wir müssen raus hier. Hier, der nächste Raum. Nächster Raum, ne? Komm, schnell durch. Oh, hier, ich bin hier. Wo bist du? Hier vorne. Ja, ich sehe dich, okay. Oh Gott, ich werde hier wahnsinnig. Oh mein Gott, wie das aussieht, ich werde hier auch wahnsinnig. Kaspar, ich werde wahnsinnig. Oh, wie es auch zittert alles und so. Oh mein Gott. Hä? Oh Gott, geh mal weiter hier. Wow, oh, ich werde wahnsinnig. Hä? Was passiert hier? Oh mein Gott. Was passiert? Ich fliege oder so. Oh Gott. Oh mein Gott. Was passiert? Ich bin durchgedreht oder sowas. Hier, guck mal. Ich auch. Hier ist ein Geheimeingang. Hä? Hier sind so Duschen. Was? Okay. Ich möchte wieder zurück. Ich will nicht mehr wahnsinnig sein. Ich will auch raus. Ich will raus hier. Oh mein Gott, das ist so gruselig. Ne, komm, Boxe, wir gehen wieder zurück. Lauf mal die ganze Zeit durch. Ich mach's. Lauf mal die ganze Zeit durch, ohne zu stoppen. Los, und hier? Oh Gott. Oh. Oh Gott. Oh nein. Nein. Oh nein, oh, er kann es ja gar nicht mehr erkennen. So durchgedreht ist das hier. Oh Gott, mir wird schwindelig, ne? Ey, mir wird schon schwindelig. Ich kann das nicht spielen. Ich muss da jetzt raus. Hast du eigentlich schon mal Angst gehabt vor Stühlen oder vor Schule? Oder hier vor ein... Hier! Jumpscares! Vor Entscheidungen! Angst vor Entscheidungen! Nein! Oh mein... Doch, da kommt ein Jumpscare! Komm, das müssen wir machen! Das wird lustig! Ich will Angst vor Schule! Ich hab Angst vor Schule! Das ist langweilig! Komm, wir machen hier Jumpscares! Was meinst du? Was meinst du, was für gruselige Sachen da auf einmal kommen? Nicht in der Schule, ich weiß. Lehrer. Nicht in der Schule, wer hat denn. Mann, sag mal, keiner hat Angst vor der Schule. Wir gehen jetzt hier rein in den Jumpscares. Da mache ich halt Angst vor Bäumen. Ich habe Angst vor Bäumen. Also jetzt geht's los. Okay? Epilepsie! Nein. Ah, das hatten wir schon, oder? Angst vor Wahnsinn? Hatten wir das schon? Ja, hatten wir schon. Das hatten wir schon. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal Angst vor Schule. Ach Mann, das ist so langweilig. Sag ich dir jetzt schon. Ja, dann weißt du gar nicht, wie es ist, in der Schule zu sein und Angst zu haben. Das hat gar keiner. Wer hat denn in der Schule Angst? Schreibt mal in die Kommentare. Hier ist Blut an der Tafel. Ja, und? Das ist kein Blut, das ist Lebensmittelfarbe oder so. Das ist Blut. Oh Gott, geh da rein, Kaspar. Ich geh hier rein. Was soll hier sein? Taschenlampe? Wie sieht meine Hand aus? Wow. Oder wo ist mein Kopf? Okay. Was hast du da? Okay. Hältst du dir den Arm fest? Ja, anscheinend, ja. Das okay, komm. Sieht komisch aus. Also, das Blut hat mich jetzt nicht beeindruckt, Gott, ne? Im Dunkeln in der Schule zu sein? Sag mal, es ist verschlossen hier. Mal auf. Nee, doch nicht. Oh Gott. Hier, okay. Ich meine, also, das findest du gruselig, mal ganz im Ernst, Broxo. Ja. Guck dir dann lieber Jumpscare. Guck mal hier, die ganze Zeit. Hier wieder Bücher raus. Ich gehe hier aufs Klo jetzt. Soll hier was Gruseliges sein? Ja, pass auch auf. Hier, guck mal. Da liegt nachher eine Kackwurst in der Toilette. Das ist gruselig. Ja, das. Ich mach. Keine Sorge, du wirst dich hier gleich erschrecken. Oh, oh. Broxo.
Oh. Ah. Okay, du kannst dich da jetzt erschrecken, wenn du willst. Ich fängt schon an zu stinken hier, sag mal. So, ja, raus das hier. Das stinkt ja schon übertrieben, das ist ja ekelhaft. Hey, hallo. Das ist ja ekelhaft. So, ekelhaft. Wo müssen wir jetzt weiter? Hier, Lehrerzimmer, komm. Okay, komm, wir gehen ins also Rektorzimmer. Also mal, Boxer, setz dich hin. Okay. Du warst kein artiger Schüler. Deswegen bekommst du in jedem Fach eine 6. Bitte nicht meine Mutter. Und es gibt ein Elterngespräch. Nein, bitte nicht meine Mutter anrufen. Doch, am Elternabend wird jedes Elternteil vorwissen, dass du der schlechteste Schüler bist. Bitte nicht meine Mutter anrufen. Ich rufe die jetzt an. Ich gehe da jetzt hin. Die wird sauer. Die wird sauer. Die wird ganz böse. Die wirft mich von der Schule dann selber. Keller. Nein, kein Keller, geheimer Raum. Und was ist hier? Geheimer Raum? Hier wohnt Hausmeister Willi. Oh Gott. Raus hier. Oh Gott. So, pass auf, ich geh jetzt hier runter, Block, so guck. Ah, geh da nicht hin, hier ist ein Monster! Hilfe! Ey, Mann, da wollte Brock so einfach nicht rein in die Jumpscares. Er hat ein bisschen Angst gehabt, muss ich sagen. Also, aber trotzdem, es hat ultra Bock gemacht. Und ich meine, wer hat denn schon vor der Schule Angst? Schreibt mal in die Kommentare, Freunde. Vielleicht vor der Klausur, aber nicht vor der Schule. So, schreibt mal in die Kommentare. Checkt jetzt noch eins von meinen Videos aus. Lasst ein Like, Abo da. Ihr wisst, die da sind. Leute, ich muss es gar nicht sagen. Habt einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao.